Ambulab & Co. Lohnt es sich jetzt noch in ältere Modelle zu investieren? Das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Print Your Cash, dein YouTube-Channel, wenn es darum geht, mit dem 3D-Drucker Geld zu verdienen. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mal ganz speziell dem Thema widmen, was mache ich jetzt, wenn neue Produkte auf den Markt kommen? Jetzt gibt es natürlich so einen Hype wie Bambulab und so weiter und meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Natürlich haben einerseits bei YouTube ein paar Leute geschrieben von euch und sagen, hey, wie würdet ihr das bewerten, die Situation, wie sie jetzt gerade ist, im Bereich zu Bambulab jetzt zum Beispiel sehr speziell, aber auch natürlich in der Community oder im Direktchat, wo man auch mit den Leuten natürlich geschnackt hat. Und das dann gefragt wurde, hey, was haltet ihr denn davon und so weiter, ne? Und ja, Paul, ich frag dich jetzt einfach mal so, ne? Jetzt, ich bin jetzt wieder mal kompletter Neuling. Das mag ich ja ganz gerne. Das machst du auch richtig gerne. Das mache ich auch richtig gut. Und ich habe jetzt keine Ahnung und will jetzt aber irgendwie am besten Fall den besten Drucker für mich finden, damit ich am Anfang möglichst effizient loslegen kann. Und natürlich auch unter der Prämisse und der Weitsicht, hey, ich möchte mir davon im besten Fall vielleicht auch später eine Farm ins Haus holen. Was spricht dafür und was spricht dagegen, auf den neuesten Trip aufzufahren? Und damit ist jetzt nicht nur Bambulab gemeint. Ich werde auch gleich nochmal erklären, warum ich Bambulab grundsätzlich gut finde. Aber es gibt ja natürlich ganz viele Produkte. Und man muss ja jetzt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und gleichzeitig auch überlegen, okay, wie kann ich jetzt vernünftig für mich entscheiden, ob ein neuer Drucker grundsätzlich das Richtige für mich ist? Was meinst du dazu? Man muss natürlich unterscheiden, wenn man sich nur auf den Drucker bezieht oder auch auf das Ganze drumherum sich drauf bezieht. So, und da gehört ja natürlich nicht nur die Funktion vom Drucker dazu. Natürlich, der eine Drucker hat vielleicht mehr Funktionen als der andere oder andere Möglichkeiten, sei es entweder mehrfarbig zu drucken, wo es zum Beispiel bei Prusa jetzt explizit ein extra Modul oder extra die MMU dazugekauft werden muss oder die bei anderen Drucker quasi schon mit dabei sind. Aber ich würde sagen, es ist auch genauso wichtig zu berücksichtigen, das Drumherum. Und das Drumherum ist aus meiner Sicht wie der Support, die Ersatzteile, die Community insgesamt. Das ist das spielt für mich eigentlich so fast noch eine größere Rolle als der Drucker selber. Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich gilt ja für dich, wir sind ja jetzt hier unter der Auflage, dass wir sagen, hey, wir machen das gewerblich und demnach wollen wir auch möglichst zuverlässige Geräte haben, ne? Also die Zuverlässigkeit in Verbindung auch mit dem Support ist natürlich mega wichtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Modell unbedingt haben willst, da musst du immer im Hinterkopf behalten, wie langfristig ist das Thema hier. Also es kann ja auch sein, dass das ein No-Name-Drucker war. Bambulab war zum Beispiel wahrscheinlich auch am Anfang mal ein No-Name-Drucker. Damals habe ich noch gesagt, ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern, wo der erste oder zweite aus der Community gesagt hat, hey, ich habe mir den Drucker geholt, ist das Beste, was es gibt und so weiter. Und ich habe erstmal gesagt, sorry, ich lasse da erstmal die Finger davon. Einfach aus dem Grund, weil es damals noch so neu war, dass ich nicht weiß und abschätzen kann, wie langfristig ist das für mich als gewerblicher Drucker. Das ist ja so, als wenn du dir eine neue Maschine in die Firma holst und du weißt nicht genau, wie du das Gerät einschätzen sollst. So, richtig, genau. Die Features sind zwar super, aber am Anfang denkt man sich so, okay, was passiert, wenn ich jetzt Ersatzteile brauche? Was ist, wenn ich Hilfe brauche? Genau. Sowas die Richtung. Also das ist natürlich immer wichtig zu wissen oder überhaupt gut zu wissen, wie viele andere Leute vielleicht verwenden auch diesen Drucker, wie viele Probleme kommen beim Drucker vielleicht zustande, dass du einfach weißt in Zukunft, okay, ich habe jetzt Problem XY, an wen kann ich mich wenden? Ist der Support vom Hersteller überhaupt gut genug, dass die mir innerhalb von x Stunden vielleicht antworten? Oder brauchen die wirklich Monate? Haben die überhaupt einen deutschen Support oder muss ich mich komplett auf Englisch mit denen unterhalten? Haben die überhaupt einen Live-Support oder geht alles nur über Telefon, wo gefühlt eine Woche lang gar keiner rangeht? Das ist ja auch oft immer so das Problem. Ja, genau. Und jetzt lass uns mal kurz das Beispiel Prusa versus Bambu nehmen. Oh. Aber ohne jetzt auf die technischen Details einzugehen. Weil wir sind ehrlich, wir haben jetzt noch keinen Bambu. Aber ich bin ehrlich, ich möchte einen haben. Ich möchte auch einen haben. Sehr gut. Da sind wir schon mal einig. Aber weswegen heißt es jetzt nicht unbedingt, dass wir sagen, wir verzichten auf Prusa? Es ist einfach der Grund. Prusa sind bei uns die unglaublichsten Arbeitstiere. Wir sind zufrieden mit dem bis zum geht nicht mehr. Sind die langsamer? Ja, sind sie. Ich glaube, bis zu dreimal langsamer als der Bambu. Ist es extrem wichtig in unserer aktuellen Lage? Ich glaube, zu behaupten, erst in ferner Zukunft, wenn überhaupt. Weil aktuell ist es so, dass unsere Auslastung zwar relativ gut ist, aber es ist jetzt nicht so, dass wir unglaublich Probleme aufgrund der Geschwindigkeit kriegen, oder? Wir können natürlich auch, oder gerade bei so einem Problem wie Geschwindigkeit, kann man natürlich gegensteuern, indem man sagt,
oder das Problem Geschwindigkeit kommt ja eigentlich erst zum Vorschein, wenn du eine gewisse Anzahl von Teile drucken sollst oder in einer gewissen Zeit. Und da kannst du natürlich gegensteuern, indem du einfach ja, ganz einfach sagst, okay, ich kaufe mir noch weitere Drucker, um in derselben Zeit dieselbe Anzahl von Produkten zu drucken. Da hast du natürlich dann ja, das Gute, dass du noch dagegen steuern kannst. Bei anderen Problemen musst du dann überlegen, wirklich, geht es so, dass ich mir einfach weitere Drucker kaufe oder ob ich ja eine andere Lösung finden muss? Ganz genau. Um nochmal auf die Frage aus den YouTube-Kommentaren nochmal zurückzukommen. Da wurde ja die Frage gestellt, hey, lohnt es sich jetzt noch einen Prusa und so weiter zu kaufen? Ich würde sagen, es kommt stark darauf an, was deine Präferenzen sind. Bist du jetzt schon im Game und hast Druckerfarmen von Prusern und so? Dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, Schmeiß sie jetzt alle schmeiß sie raus alle und weg. kauf dir jetzt nur noch Bambus Ja. und stell sie dir hin. Weil man muss natürlich in dem Segment einfach weitsichtig oder ein bisschen weiterdenken. So. Und da sind wir wieder. Ja, es kommt aber auch darauf an, wenn du jetzt gerade am Anfang bist, ne? Wie realistisch ist das, dass du nach einer Woche eine derart hohe Auslastung hast, dass du nicht mehr mit dem Drucken hinterherkommst? Am Anfang eher wenig. Natürlich geht das so. Sind wir realistisch? Wir wollen euch ja nicht erzählen hier von wegen der 3D-Druck, Du fängst heute an und morgen bist morgen du bist du Millionär. ausgelastet und weißt nicht mehr, wo oben und unten Ganz ist. genau, das ist halt nicht so. So, und selbst wenn du jetzt am Anfang sagst, okay, ich habe jetzt mir einen Prusa geholt und es gibt ja keinen Fehler in dem Sinne. Man muss ja, wie gesagt, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja jetzt nicht so, dass du dir einen Prusa holst, auch wenn es ein älteres Gerät ist und danach wirst du denken, oh mein Gott, ich bin bankrott danach. So, ne? Weil wenn du Aufträge hast, kannst du ja trotzdem damit arbeiten. Jetzt ist natürlich langfristig zu sehen, okay, wenn ich jetzt merke, dass Bamboo Lab langfristig zum Beispiel für mich der absolute Renner ist und ich möchte die Dinger im besten Fall stehen haben und ja, sie haben richtig viele geile Features. Ne? Ich habe damals Paul da übrigens von erzählt, ich habe gesagt, wir müssen das Ding haben, einfach weil mir Daniel zum Beispiel aus der Community das gezeigt hat und dann habe ich natürlich gesehen und dann war ich so ein bisschen neidisch und so. Ich finde das natürlich cool, aber man muss ja auch ein bisschen den gewerblichen Aspekt im Hinterkopf behalten. Wenn du dann in der Luxussituation bist, dass du dann halt wirklich extrem viel auf hast und so weiter und du dann weitere Produkte kaufst oder beziehungsweise weitere Drucker kaufst, dann ist es natürlich eine Entscheidungssache, ob du dann sagst, okay, ich hole mir jetzt zum Beispiel zwei Prusa weiter und dann langfristig sechs Bamboo Lab oder so. Ne? Und dann hast du halt nicht so extrem durcheinander. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, ist von jeder Marke ein neues Produkt kaufen. Also dann Bamboo Lab einen neuen, dann hole ich mir einen Prusa, dann hole ich mir einen Anycubic und so weiter und Und so dann noch fort. ein Anker dazu. Ja, genau. Und das ist halt, dann fängst du nämlich an, unproduktiv für dich zu werden, weil du dann im reinen Hobby-Schrauber-Segment unterwegs bist, weil du dich nur noch um die Drucker kümmern musst und keine Zeit hast, mehr Geld zu verdienen. Ne? Richtig, du musst dich dann mit jedem einzelnen Drucker, das ist ja gerade der Punkt so, wenn du viele verschiedene Drucker dir anschaffst oder sagst du, ich möchte jetzt komplett umsteigen, dann musst du ja auch erstmal eine gewisse Zeit in Anspruch oder eine gewisse Zeit wird in Anspruch genommen, um sich mit diesem Drucker überhaupt, ich nenne es mal perfekt auseinanderzusetzen oder sehr gut auseinanderzusetzen, weil du möchtest ja auch erstmal, es bringt dir ja nichts, einen Drucker zu haben, der alle Funktionen hat, aber du nicht weißt, wie die ganzen Funktionen funktionieren oder wie ich sie optimal für mich und mein Business anwende. Das ist es natürlich auch. So, und wenn ein Drucker haufenweise Funktionen hat, aber du machst eigentlich immer noch nur dasselbe, was du vorher auch gemacht hast, dann bringt ein Wechsel der Drucker auch nicht so wirklich viel. Ja, aber ich kann auch die Argumente der anderen Jungs verstehen, die sich den Bamboo Lab als erstes mit an Bord geholt haben, weil Bamboo Lab ist ja jetzt nicht mehr alt. Oder beziehungsweise es ist noch verhältnismäßig jung, ja, aber nicht mehr so jung, dass man sagen kann, okay, es ist nicht mehr absehbar, dass der Support gut ist oder schlecht ist, dass man keine Ersatzteile kriegt und so weiter und so fort. Das geht schon alles sehr stark in die richtige Richtung, weswegen Ja. wir uns dann auch gewagt haben und gesagt haben, okay, beim nächsten Einkauf werden wir wahrscheinlich auch mal ein Bamboo Lab mit an Bord holen und so, weil die Features sprechen für sich, die Geschwindigkeit spricht für sich und so weiter. Es ist halt eine neue Generation von Drucker, so gesehen. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste und ich hätte morgen einen Auftrag von 1 Million Stück, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach, weil ich nicht nachdenken muss, weißt du, worauf ich hinaus will? Von der Produktivität her würde ich mich dann wahrscheinlich erstmal nochmal für Prusa entscheiden, Richtig, ganz um das Ding genau. abzusegnen und ich muss dann über das Thema nicht nachdenken. Das heißt, der Gedankengang ist ein anderer. Wenn ich aber allerdings jetzt mit dem 3D-Drucker komplett neu starten würde und ich möchte und habe schon so Vertrauen und habe mich genug erkundigt, das ist natürlich die Voraussetzung, dann würde ich auf jeden Fall mir vielleicht auch ein Bamboo Lab zulegen. Warum nicht? Ganz klar. Also so sehe ich das genauso. Wenn man wirklich in der Bredouille oder in der Situation ist, dass man jetzt einen Auftrag erhalten hat mit großer Stückzahl und du musst jetzt quasi sofort liefern und du hast schon bereits Prusa-Drucker, würde ich auch
empfehlen oder würde ich mich dafür entscheiden, noch einen weiteren Bruiser zum Beispiel zu kaufen, wenn der jetzt unbedingt nötig ist. Wenn du jetzt natürlich sagst, gut, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich habe jetzt meine Drucker laufen quasi von alleine oder die Aufträge habe ich jetzt alle eingestellt auf die Drucker und die laufen von alleine und kann jetzt ein bisschen Zeit opfern, dann würde ich tatsächlich sagen, gut, ich habe das Geld, ich habe die Zeit, dann würde ich mir wirklich auch einen Bambus zulegen und würde sagen, gut, dann setze ich mich mit dem auseinander, um auch einfach mal ein neues Gebiet auf mich zu nehmen, um mein Wissen zu erweitern, wie auch immer. Aber für dich nochmal als Orientierungspunkt, gerade das Thema Lautstärke ist da ein Unterschied. Der Prusa ist deutlich leiser als der Bambu, also der ist sehr, sehr viel lauter, okay, auf jeden Fall. Also die berichten auch aus der Community. Obwohl er eingehaust ist, so? Ja, tatsächlich, weil okay, der ja natürlich unglaublich schnell ist. Das ist ein extrem schnelles Teil, das ist ja richtig geil gemacht. Aber, wie gesagt, Lautstärke könnte natürlich für dich am Anfang, wenn du zu Hause druckst, eventuell ein Problem sein, wenn du eine hellhörige Wohnung hast an der Stelle. Ne? Da muss man natürlich gucken, wobei es da halt auch viele Tricks und Kniffe gibt mit Silikonbett und so weiter, ja, und so fort. Klar. Aber am Anfang hat man natürlich, dann stellt man das Ding erstmal auf und dann wird es dann eventuell laut. Ist man natürlich ganz stolz, ne? Ja. Ja. Man muss natürlich auch, wenn man die Freundin zu Hause hat, ne? Nachher ist der Drucker lauter. Ja, die muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Ganz genau. Gut, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen so einen kleinen Eindruck geben, wie wir die Sicht so gesehen auf das ganze Thema haben. Wenn ihr da noch Fragen habt, kommt gerne in die Community. Wir haben da bei uns auch genug Bamboo Lab Leute schon mit am Start, die auch unter dem gewerblichen Aspekt euch ein paar Infos geben können. Findet ihr unter dem Video. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf das nächste Video. Haut gerne mal in den Kommentare und ich weiß, hier werden 100 pro Kommentare entstehen. Die einen werden wahrscheinlich nicht so weit gucken und werden dann sagen, hey, die reden nur über Prusa, das kann doch nicht wahr sein. Die anderen sagen, hey, wie könnt ihr sagen, dass der Prusa kacke ist? Oder wir sagen ja nicht, dass er kacke ist, aber dass wir uns jetzt zum Beispiel für ein Bamboo Lab entscheiden würden. Es ist immer situationsbedingt. Hau mal deine Sichtweise rein. Das ist ja besonders interessant. Lass uns mal darüber schnacken. Das ist für uns immer sehr, sehr hilfreich auch, damit wir wissen, in welche Richtung wir darüber sprechen wollen. Ansonsten, wie gesagt, freut euch auf die nächsten Videos und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und gleichzeitig natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine weitere Folge mehr von Print Your Cash verpasst. Ich würde sagen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.